bin jetzt wieder auf dem Weg zu einer Busbesichtigung. Das ist die dritte und die zweite nach meiner letzten Besichtigung, zu der ich mitgenommen habe. Gestern waren wir in der Nähe von Koblenz, haben uns einen Multivan angeschaut von 1995 mit gerade mal 100.000 Kilometern mehr als das Exemplar, das ich mir zuerst angesehen habe, den Caravelle. Und der hat mir irgendwie sehr gefallen. Also der war technisch absolut in Ordnung. Der Typ war super sympathisch. Das war so ein Peter-Lustig-Verschnitt, wie meine Freundin gesagt hat. Der Bus war, wie gesagt, technisch sehr in Ordnung und halt ein Multivan, das ist halt wirklich super. Also ich wollte einen Bus eh ausbauen, aber wenn da schon sowas vorhanden ist, ist natürlich auch nicht unerwünscht. Er hat halt viele Rostflecken gehabt, so, die er wohl irgendwie behandelt hat, aber die waren sichtbar. Also er hat schon einige äußere Blessuren gehabt. Über die kann ich aber irgendwie hinwegsehen. Also irgendwie ist das so der erste Bus, um den ich mich wirklich gerne kümmern möchte. Irgendwie ist das schon, also wir haben uns schon angefreundet, sage ich mal so. Ich bin zwar noch nicht mal gefahren, aber der hat es mir schon irgendwie angetan. So, ich habe mir schon überlegt, habe schon nach Namen für den gesucht irgendwie. Und ja, der lässt mich nicht mehr so ganz los. Irgendwie bin ich überzeugt von ihm. Ich habe da einfach ein sehr gutes Gefühl. Da sind wir 2,5 Stunden hingefahren und auch 2,5 Stunden wieder zurück. Wir waren also irgendwie statt kurz irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Jetzt fahre ich nach Thalheim-Mössingen, um mir dort ein Caravelle anzuschauen, mal wieder, wo auch der Rost schon gemacht wurde. Und der hat, ich glaube, 100.000 Kilometer wieder weniger drauf. Gefällt mir aber irgendwie optisch nicht so. Aber der ist halt nur eine Stunde weg. Und da fahre ich jetzt dann noch schnell hin und schaue mir den einfach mal an. Vielleicht ist es ja doch der, vielleicht überzeugt er mich ja doch. Einfach mal schauen. Ich nehme euch natürlich wieder mit. So, also ich habe jetzt gerade den Bus angeschaut. Der war ziemlich dreckig, was ja eigentlich eher positiv zu werten ist, denn der Verkäufer versucht nicht irgendwie dadurch von irgendwas abzulenken und einen besseren Eindruck zu machen, als er eigentlich dasteht. Lackiert ist leider ziemlich schlecht. Also ich habe gedacht, da hat echt jemand mit dem Pinsel einfach dick draufgeklatscht, Hauptsache schwarz. Verkäufer sagt, es war doch mit der Spraydose, aber halt so einer, der Mofas repariert eigentlich. Und ja, so sieht es halt auch aus. Es läuft wirklich irgendwie in Fugen rein. Es ist irgendwie rund, mal also keine geraden Linien. Es ist hinterm Licht irgendwo noch zu sehen. Und ja, mir gefällt das Auto optisch einfach nicht. Motortechnisch muss ich sagen, also der läuft echt super. Der ist sofort angesprungen. Der fährt sich super. Der fährt sich auch viel schneller und agiler als das Modell, das ich mir im ersten Video angeschaut habe, obwohl es gleich motorisiert ist. Und das sagt mir schon so einiges über den Zustand des Motors von dem ersten Fahrzeug eben. Hat Spaß gemacht, den zu fahren, der war auch gar nicht so laut, der zieht auch ganz gut so und ja, aber es ist irgendwie einfach nicht so das Gefühl da, so, das ist, ich traue diesem Menschen irgendwie, der macht keinen nicht vertrauenswürdigen Eindruck, aber er hat halt wirklich einfach alles da schwarz drauf geklatscht und offenbar nicht irgendwie den Rost weggemacht, sondern einfach übermalt und wer weiß, wo das noch so ist. Und obwohl das Auto so gut fährt, mir gefällt der, den ich mir gestern angeschaut habe, werde ich euch auch noch einige Bilder dazu zeigen und trotz dieser Schrammen außen einfach deutlich besser. Da war vom Gefühl her sofort da, den mag ich und der mag mich. Das ist ein schöner Bus, der ist toll. Und den habe ich halt noch nicht gefahren. Ja. Also ich werde schauen, dass ich den jetzt am kommenden Wochenende dann fahre, beziehungsweise am Freitag, da habe ich ja frei. Muss ich mit einem Kurzzeitkennzeichen nochmal da hoch und mit der Bahn, das wird bestimmt interessant. Ich freue mich mal wieder Zug zu fahren und dann fahre ich den und ich hoffe einfach, dass mit dem alles gut ist und dass ich in die Werkstatt kann. Und ja, also
Die Vernunft würde wahrscheinlich sagen, ich sollte den jetzt kaufen. Vorausgesetzt, da ist eben kein versteckter Rost unter dem schwarzen Lack da. Aber mein Herz sagt einfach, der von gestern, der Multivan von 1995 war der, glaube ich. Wisst ihr, der sieht nicht so toll aus, auch weil er halt Schrammen hat, richtig dicke und einige Roststellen, wo der Typ einfach irgendwas drüber gespachtelt hat oder einen Schutz drüber gemacht hat und Hauptsache es funktioniert wieder so. Aber das sind einfach ehrliche Stellen, das sind ehrliche Blessuren und ich habe auch Blessuren im Laufe meines Lebens erhalten und ich finde das viel vertrauenerweckender, wenn da einfach sichtbar ist, da hat er Probleme, da hat er ein Wehwehchen sozusagen, als einfach hier, ich habe einfach schwarz drüber geklatscht und guck mal, was da so im Laufe der Zeit einfach aufblüht irgendwie und ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und deswegen tendiere ich stark zu dem Bus von gestern und ja, ich zeige euch hier einfach nochmal ein paar Bilder, so, damit ihr auch die Roststellen seht und auch wie schön der aussieht, trotz der etwas fragwürdigen Bezüge einfach, aber ja, der war einfach schön. Ja. Ich fahre jetzt mal nach Hause, ich muss leider noch einiges tun, habe noch einiges zu erledigen und dann ist das Wochenende eigentlich schon wieder vorbei. Ja, und tja, ich melde mich dann wahrscheinlich spätestens am Donnerstag wieder, da werde ich höchstwahrscheinlich dann nochmal da hochfahren mit der Bahn, dann dort schlafen. Also nach Koblenz zu dem Multivan. Und am Freitag eben eine Probefahrt mit dem machen. Und ich hoffe mal, ich kann euch da auch mitnehmen. Ich denke mal, der Verkäufer hat da nichts dagegen. Der war ganz cool. Bis dann. Haut rein. Ciao.